Senne, seit 2017 bist du an der Hafenstraße. Was hat Essen, was andere Vereine nicht haben? Ja, ich glaube, wenn ich mich hier nach links drehe und das Stadion sehe, dann ist es, glaube ich, eine Sache, die uns ja, vor allem aus der Regionalliga heraushebt. Und dann natürlich auch, wie die Ränge so gefüllt sind. Das hast du nirgendwo anders, würde ich sagen, in der Regionalliga. So eine Wucht, wie wir hier jedes Jahr ja, spüren dürfen, außer letztes Jahr, wo es leider nicht der Fall war. Und das, ich glaube, das ist das, was Rot-Weiß Essen ausmacht. Die Leute, die den Fußball einfach unmenschlich lieben und dafür einfach auch alles geben. Deine Karriere ist von zwei frühen Verletzungen geprägt, zwei Kreuzbandrisse. Wie blickst du da heute drauf? Das ist ja jetzt auch schon ein bisschen her. Ja, also ich glaube, ich blicke da gar nicht mehr so schlecht zurück, weil es mich auch irgendwo, wie du gesagt hast, geprägt hat. Ich glaube, ich habe da viel mitgenommen. Ich habe mich dadurch auch nochmal weiterentwickelt, körperlich, aber auch geistig. Einfach viel mitgenommen und auch ja, irgendwo erfahren, was der Fußball auch zu bieten hat, auch diese schlechten Seiten, leider. Aber wenn man gerade diese Zeiten übersteht, dann kommt man, so wie ich, letzte Saison auch noch mal stärker zurück. Ich glaube, ja, das hat man gesehen, dass ich da einfach wieder Freude hatte, Fußball zu spielen. Und ja, das merkt man einfach, dass das eigentlich das Wichtigste ist, dass du wieder Freude am Fußball hast. Ja. Kommen wir mal zu den positiven Sachen. Du hast schon einiges hier erlebt, einige Spiele gemacht. Welches Erlebnis war denn am intensivsten? Ja, ich glaube, letzte Saison, auch wenn es ohne Zuschauer war, die Verlängerung gegen Leverkusen im DFB-Pokal, überhaupt, dass wir so weit gekommen sind im DFB-Pokal und ja, dann ja, gegen Leverkusen da in der Verlängerung noch das Spiel zu drehen. Ja, das war einfach von den Emotionen her so brutal, auch wenn jetzt keine Zuschauer da waren, aber für uns war es einfach ja, ein Riesenerlebnis. Wir hätten es gerne mit Zuschauern erlebt, aber auch so war es ja, ein richtig geiles Spiel. Dein Ex-Verein Leverkusen, ne? War ja. Das nochmal besonderer an diesem Spiel? Ja, schon. Also ich kannte ja auch hier und da noch Personen aus dem Staff oder so. Mit denen habe ich auch vor dem Spiel noch geredet. Und ja, die wünschen mir auch nur das Beste und haben mir auch nach dem Spiel einfach gratuliert. Und für mich war es einfach ein geiles Gefühl, auch gegen Leverkusen dann ja, so ein Spiel zu drehen. Ich bin ja auch erst in der Verlängerung reingekommen und dann gerade auch dann die zwei Tore, dann, die dann gefallen sind, konnte ich dann auf dem Feld miterleben. Das war schon brutal. Das ist jetzt 7 Monate her. 4 Monate her ist dieses Aufstiegsfinale in Wegberg. Vielleicht auch ja. Nochmal dazu, das war ja für uns alle echt intensiv. So, was zieht man aus so einem Spiel, wenn man gewinnt und trotzdem dann irgendwie dieses große Ziel verpasst? Ja, also ich persönlich habe das eigentlich erst gut verarbeitet, so hatte ich das Gefühl. Nach dem Schlusspfiff bin ich jetzt nicht direkt in Tränen ausgebrochen oder so. Habe das schon einfach realisiert, okay, es hat nicht gereicht. Wir haben eine super Saison gespielt. Aber trotzdem, wo wir dann in die Ecke da hinten gegangen sind, wo die ganzen Essener dabei waren, die nach Wegberg mitgefahren sind. Als ich die dann gesehen habe, ja, ist das so über mich gekommen, dass ich total anfangen musste zu weinen. Einfach, weil ich wusste, wir haben es leider nicht für die Fans geschafft. Also für mich persönlich war es, was heißt okay, aber wir wussten, dass wir einfach eine geile Saison gespielt haben und das habe ich auch akzeptiert. Aber wenn ich dann die Fans sehe, die einfach so unbedingt diesen Aufstieg wollen und ja, uns trotzdem halt auch gefeiert haben, muss man ja auch sagen, für diese Saison, dann musste ich einfach weinen, weil ich einfach wusste, was wir eigentlich geleistet haben und B, was trotzdem möglich ist oder möglich gewesen wäre, wenn wir es gepackt hätten, was hier los wäre. Und das war dann auch so ein bisschen Trauer schon. Ja, was wäre, wenn? So. Sprung ins Hier und Jetzt. Jetzt sind wir ja gerade Tabellenführer. Jetzt sind aber auch wieder Zuschauer dabei. Was unterscheidet denn so die Spiele aus der letzten Saison, die ja mit Sicherheit irgendwie merkwürdig und besonders waren, von den Spielen in dieser Saison? Ja, ich glaube, dass die Zuschauer schon eine wichtige Rolle spielen jetzt auch wieder in dieser Saison, dass sie wieder da sind. Man merkt einfach auf dem Feld ja, diesen Impuls, der von außen kommt. Du holst eine Ecke raus, du hast zwei, drei Torchancen, das Stadion wird lauter. Das merkst du einfach
so in dir drin, dass es nochmal so einen Schub gibt. Und das hattest du halt letzte Saison nicht. Dann war es still, du hattest eine Chance. Ja, okay, jetzt machen wir die nächste Ecke oder wir sind gerade Druck am Aufbauen. Aber du hattest nicht so von außen dieses Gefühl, dass die Leute das auch spüren. Das merkt man auf dem Feld. Das merkst du auf dem Feld, sagst du. Du hattest ja in der Zeit so die ganze Zeit das Gefühl, wenn du auf den Tribünen gesessen hast, du verstehst jedes Wort. Wie ist denn das jetzt so? Versteht ihr euch da noch in dieser ganzen Kulisse auf dem Platz oder wird das manchmal schon schwer? Manchmal wird es echt schwer, muss ich sagen. Dann schreit man irgendwie gefühlt über 20 Meter, aber derjenige hört gar nichts. Ist schon anders, aber ich glaube, das gehört dazu. Und das Fußball, das Stadion soll laut sein. Und ja, wie gesagt, es gehört dazu und man muss halt irgendwie einen anderen Weg finden, sich da auf dem Feld irgendwie was zu sagen. Einem, dem du mit Sicherheit auf dem Feld was sagst, ist Luca Dürholz. Ja, eine ziemlich ähnliche Vita, hat er mir auch mal erzählt. So, ihr versteht euch gut, ne? Ja, wir verstehen uns sehr gut. Wir haben eine Fahrgemeinschaft zusammen, wir treffen uns jeden Morgen und fahren hier zum Training. Sprechen über das Vergangene, über das Spiel, quatschen so viel, was bei uns im Leben abgeht. Ich glaube, wir kennen uns halt aus Leverkusen oder eher gesagt, ich kannte ihn, er kannte mich nicht so. Ich habe damals auf ihn hochgeschaut, er war in der A-Jugend, ich glaube ich in der U14 oder so, U15. Aber ja, der Name Dürholz hat mir da schon was gesagt und deswegen reden wir auch viel über die vergangenen Jahre in Leverkusen, was wir da für Trainer hatten, was da alles passiert ist, ist schon lustig, ja. So, ihr habt ja sowieso eine ganz gute Dynamik da unten in der Kabine, oder? Ja, das kann man schon sagen. Also, es ist immer lustig. Auch dieses Jahr haben wir eine super Truppe, die sehr viel Spaß mitbringt. Selle, du hast deinen Vertrag jetzt verlängert. Was hast du denn hier noch so vor? Was sind deine Pläne in Essen? Ja, ich glaube, gerade das letzte Jahr, wo wir den Aufstieg nicht geschafft haben, in Wegberg, habe ich ja gerade gesagt, wie brutal emotional das war. Ich glaube, da muss ich nicht viel zu sagen. Die Mission ist hier noch nicht erfüllt und ich will ein Teil davon sein, mit Essen hochzugehen und das ist der Plan.